Psygnosis. TWG. Perfect 10 Productions. Stern. A Sutherland Barnett Production. Created by Perfect 10 Productions Limited. Discworld ist ein bla bla bla. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen, aber feinen Let's Play. Wir spielen Discworld, basierend auf den Büchern meines absoluten Lieblingsautoren, dem leider schon verstorbenen Sir Terry Pratchett. Ja, es geht ab in die Scheibenwelt. Falls ihr die Bücher nicht kennt, lest sie, sie sind großartig. Das Spiel ist nur ein kleiner Staubkrümel in der Welt der Großartigkeit der Scheibenweltromane. Jetzt wurde ich gerade von der Demo unterbrochen. Ja. Die Romane sind großartig. Und okay, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Spiel an. Viel Spaß damit. In einer Dimension aus zweiter Hand. In einer Ebene, die niemals hätte fliegen dürfen. Irgendwo in den Tiefen von Ankh-Morpork wird ein finsterer Plan geschmiedet. Drachen! 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 Drachen, Drachen, Drachen. Drachen, Drachen. Drachen, Drachen. Drachen, Drachen, Drachen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei meinem gewohnten Spezial. Hey, pass doch auf, wo du hinläufst. Bis bald. Verschwinde, lass mich alleine. Verflucht nochmal. Wenn du dich nicht verkrübelst, werde ich... Ich... Oh, jetzt verschwinde von der Bildfläche. Schon besser. An solchen Nächten würde ich große Opfer bringen, für was Vernünftiges zu essen. Hände hoch! Wer ist da? Die Hände. Würde es dir etwas ausmachen, die Hände hochzuheben? Warum? Was passiert dann? So läuft das Spiel. Ich sage Hände hoch und du nimmst deine Hände hoch. Was sagst du? Es ist eine Tradition, ein etabliertes Ritual zwischen Räuber und Opfer. Du bist das Opfer und ich bin wie gesagt der Räuber. Also bitte, nimm jetzt deine Hände hoch. Warte mal ein Dingsbums. Ich habe nicht die ganze Nacht Zeit, weißt du? Jetzt mach schon, na los! Okay, okay. Wo soll diese Stadt noch enden? Ein Mann kann noch nicht einmal in Ruhe etwas trinken. Na also, war das jetzt so schwer? Wenn du mir jetzt nur noch...
Oh, verflucht. Unsichtbare Universität. Heim für die besten Zauberer auf der Scheibenwelt und ein oder zwei der schlechtesten. Also jetzt hör mir mal genau zu. Diese ganzen Gerüchte über Drachen. Aber mein Herr, Drachen existieren nur, wenn man an sie glaubt. Richtig, richtig. Wie auch immer. Trotz aller Gerüchte über den Drachen in dieser Stadt haben die Zauberer der unsichtbaren Universität die Pflicht, ihre öffentlichen Aufgaben auszutragen. Wir müssen diesen Drachen finden und ihn vernichten. Ja, aber wie? Wer? Überlass das Wie nur mir. Was das Wer angeht, nun, ich glaube, ich kenne genau die richtige Person. Warum sagst du nicht Rincewind Bescheid? Akt 1. Danke. Rincewind, wach auf, Rincewind! Der Erzkanzler will dich sprechen. So, und damit sind wir auch schon im Spiel. Vergleichsweise zur englischen Version ist die Sprachausgabe etwas durchwachsen. Die englische Version ist da ein bisschen besser. Unter anderem haben wir in der englischen Version Eric Idle von Monty Python als Sprecher von Rincewind. Ja, denn der gute Herr Sir Terry Pratchett hat sich damals immer Eric Idle vorgestellt, als er Rincewind geschrieben hat. Okay, wir schauen uns hier erstmal um. Was haben wir denn hier alles? Ein Bett. Das funktioniert nicht. Dieses Bett sollte ich genauer untersuchen. 8 oder 9 Stunden müssten eigentlich genügen. Wobei die deutsche Synchronstimme von Rincewind auch super ist. Das ist, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ich glaube, er ist leider schon verstorben. Ich habe mein Handy gerade nicht dabei. Es ist ein bekannter deutscher Sprecher gewesen, soweit ich weiß. Eine schnarchende Truhe, das ist mal was Neues. Na, das bringe ich gleich in Ordnung. Nein, ich kann es nicht bewegen. Das verdammte Ding hat keinen Knauf. Okay, was haben wir denn im Inventar? Da ist unser Inventar. So, Rincewind bekommt den Beutel. Das Problem besteht nicht darin, den Beutel zu haben. Es betrifft eher den Inhalt. Das funktioniert nicht. Okay, ich muss mich gerade wieder dran gewöhnen an das Spiel. Nein, ich kann es nicht bewegen. Was ist das da hinten? Das ist ein Drache. Ja, ein mysteriöses, vielleicht auch unheilvolles Etwas. Ein Etwas, das voller Etwas steckt. Vermutlich handelt es sich um ein dramaturgisches Element. Sonst hätte es eine bessere Bezeichnung bekommen. Wahrscheinlich. Unsichtbare Universität. Taumaturgie. Durchgefallen. Nun, im Leben kommt es nicht nur auf kleine Schmuckstücke und Papierkram an. Ich habe einen großen spitzen Hut. Das ist wenigstens etwas. Okay, vielleicht sollte ich vorher erstmal ein bisschen was erklären zur Scheibenwelt für diejenigen, die mit dem Roman nichts anfangen können. Oder solche Leute soll es geben. Für diejenigen, die noch nie von der Scheibenwelt gehört haben. Besser so. Die Scheibenwelt ist eine, wie es der Name schon sagt, flache Welt, die auf dem Rücken von 4 Elefanten getragen wird.
diese wiederum stehen auf dem Rücken der großen Schildkröte, der Weltraumschildkröte Groß Atui. Und die treibt durch das All. Ankh-Morpork ist die älteste, dreckigste und korrupteste Stadt der Scheibenwelt. Wir befinden uns in der Haut von Rincewind, einem Studenten und Zauberer an der unsichtbaren Universität. Das ist die Magische Akademie von Ankh-Morpork. Rincewind ist allerdings nicht gerade der beste Zauberer. Um genau zu sein, ist er der schlechteste Zauberer der Scheibenwelt. Denn effektiv kann er nur ein Zauber. Und hat es seit langem bisher nicht geschafft, auch nur einen einzigen anderen Zauber zu lernen. Außerdem ist er ein wenig, ja, ihr werdet es schon sehen. Ja, was lässt sich noch sagen über die Scheibenwelt? Ach, wir fangen jetzt einfach an mit Spielen. Aber ich dachte mir, ich erzähle ein bisschen dazu. Denn, wie gesagt, ich liebe die Romane und könnt euch jetzt eigentlich ein Kotelett an die Backe labern. Aber ich lasse es. Stattdessen gehe ich mal hier aus der Tür raus. Portalis Exitus. In der Umgangssprache Ausgang genannt. Na bitte, ich bin nicht umsonst Zauberer. So. Jetzt schauen wir uns hier doch mal um. Speiseraum. Komm, wir gehen hier meistens in die Speisekammer. Speisekammer klingt immer gut. Wobei, das ist nur eine Statue, die schauen wir uns an. Tja. Kunstkritik gehörte nie zu den Stärken dieser Universität. Das funktioniert nicht. Okay, mit der können wir nicht interagieren, also gehen wir weiter in den Speisesaal. Rumpf. Prozent für neue Runen. Ein alter Zauberer, der sich einen Bart wachsen ließ. Hauptsächlich deshalb, weil die Rasiercreme so viel kostet. Verständliches Argument. Auch mit der Hauptgrund dafür, dass ich einen Bart habe. Und weil Bärte einfach richtig gut das Doppelkinn kaschieren und man damit ein bisschen kantiger wirkt. Denn ohne Bart sehe ich aus wie ein Hefekloß mit Augen. Reden wir mit dem. Guten Tag, ihr Herren. Tatsächlich? Ha. Und das sagst du, während der Tapioca-Markt zusammenbricht? Er ist schon wieder hinüber. Gib mir die getrockneten Froschpillen. Lach nur, du alte zweischalige Muschel. Bestimmt liegt's an den Drachen, das ist die Erklärung. Verdienstvollen älteren Leuten Tapioca aus dem Mund zu stehlen. Drachen? Hier soll's Drachen geben? Welch ein Unsinn. Er meint Sumpfdrachen? Nein, von einem echten Drachen spreche ich, nicht von einem jener Sumpfknirpse. Blödsinn, sowas gibt's gar nicht. Drachen existieren nur, wenn man an sie glaubt. Ich glaube nicht an sie und sie glauben nicht an mich. Auf diese Weise kommen wir bestens zurecht. Ein arbeitsreicher Tag in der Fakultät, meine Herren. Wir meditieren und denken nach. Ihr wollt mich wohl auf den Arm nehmen, wie? Meditation, mein Junge. So nennt man einen Vorgang, mit dem der Weise in seinem Geist Platz für neue Ideen schafft. Ihr schafft mehr Platz für neue Ideen, indem ihr gemütlich dasitzt und Tee trinkt? Gebt ihm eins aufs Maul. Mein Junge, normalerweise misst man Ideen nach Volumen, nicht nach Gewicht. Es ist am besten, sie langsam sinken zu lassen, damit oben wieder Platz frei wird. Wir sind weise, im Gegensatz zu dir. Zum Beispiel, hierzu ist nur ein weiser Mann fähig. Was soll so weise daran sein, das Wort Tier zu schreiben? Weisheit, mein Junge, ist nie billig. Ich wusste nicht, dass ihr sie pfundweise verkauft. Okay, um das mal kurz zu erklären. Das ist ein Gag, der jetzt für Leute, die die Bücher nicht kennen, einfach nur total zusammenhangslos ist. Und zwar wurde der Bibliothekar der unsichtbaren äh,
Akademie. Ach Gott, jetzt stehe ich auf dem Schlauch der Unsichtbaren. Egal. Jedenfalls wurde der Bibliothekar dieser Einrichtung hier von einem Fluch erfasst und in einen Orang-Utan verwandelt. Und er hasst es. Er hasst zwei Sachen. Er hasst es, wenn man ihn Tier nennt. Oder anderes, das im Prinzip auf seine jetzt tierische Natur hindeutet. Und er hasst es, wenn Bücher schlecht behandelt werden. Dazu zählt unter anderem auch, wenn sie gelesen werden. Denn das alleinige Lesen der Worte nutzt sie in seinen Augen ab. Okay, wir reden mal weiter. Entschuldigt bitte, wo finde ich den Patrizier? Nun, sei nicht dumm, Junge. Wenn du zum Patrizier willst, musst du den Palast aufsuchen. Empfängt er Besucher? Kann man wirklich mit ihm reden? Oh ja, aber er verwendet Worte wie Waffen. Sei auf der Hut, wenn er dir mit Sarkasmus begegnet. Und ergreift die Flucht, wenn er gar ironisch zu werden beginnt. Muss es hier immer so zugehen? Wie meinst du das? Seht euch nur um. Hier herrschen Chaos und Disziplinlosigkeit. Ich habe das Gefühl, in einem Meer aus Fragen zu strampeln, gegen einen geisttötenden Wind zu schreien. Gerätst du mit der Metapher nicht ein wenig durcheinander? Manchmal träume ich davon, diesen Ort am Hals zu packen und zu schütteln, bis er sich endlich für die Vernunft öffnet. Ich habe einen ähnlichen Traum. Tatsächlich? Ja, darin schreite ich als intellektueller Riese über die Dächer der Welt, um den gordischen Dingsbums des unklaren Denkens durchzuhauen. Und in einem anderen Traum schwimme ich in Fruchtjoghurt, werde von einem Wal verschlungen. Das ist glücklicherweise nicht mein Problem. Zumindest noch nicht. Vielleicht bleibe ich auch weiterhin davon verschont. Na bitte. Der Patrizier, noch ein random Side-Fact, ist der Herrscher von Ankh-Morpork. Ihr müsst mir bitte in den Kommentaren sagen, wenn ich euch jetzt zu viel über die Scheibenwelt nebenbei erzähle. Wenn ich einfach nur... Aber Entschuldigung, ich habe gerade mal ein Spiel angefangen, wo ich auch wirklich mal ein bisschen mehr labern kann. Zimmer des Erzkanzlers. Ja, der Erzkanzler wollte uns sprechen, da gehen wir jetzt mal rein. Ah, wenn das nicht unser junger Bremswind ist? Rincewind, Herr. Rincewind, ja, komm rein. Wir müssen miteinander reden. Das heißt, ich rede und du hörst zu. Bestimmt sind dir Gerüchte über einen Drachen zu Ohren gekommen, der angeblich unsere Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Ein Drache? Meinst du vielleicht ein Geschöpf, das Feuer spuckt, ganze Städte verbrennt? Sei still! Ja, so ein Geschöpf meine ich. Schuppig, eitel, in glänzende Objekte vernarrt. Wir müssen sicherstellen, dass die unsichtbare Universität auf angemessene Weise bei den Versuchen repräsentiert ist, das Ungeheuer zu erledigen. Wenn irgendein Bauerntölpel den Drachen einfach so erschlägt, dann fragen sich die Leute vielleicht, weshalb sie Zauberer brauchen. Da wir gerade davon sprechen, Herr, weshalb brauchen die Leute Zauberer? Zauberer mögen gutes Essen, und zwar viermal am Tag. Wenn du keinen leeren Magen riskieren willst, solltest du dich besser um den Drachen kümmern. Aber eigentlich gibt es doch gar keine Drachen. Sei still! Drachen existieren, wenn man an sie glaubt. Er glaubt fest genug an sie, um uns reichlich zu belohnen, wenn wir ihm das Ungeheuer vom Hals schaffen. Verstehst du? Nein. Eigentlich nicht. Sei still, ich will keine Entschuldigung hören. Hier gibt's nur immer Ausflüchte. Lauf zur Bibliothek und hol mir eine Ausgabe von Federwinkels Handbuch über Drachenhorte. Darin finden wir bestimmt einen Hinweis darauf, wo wir nach dem Schuppenbiest suchen müssen. Du bist immer noch da? Stehst wie was Unhygienisches herum? Worauf wartest du noch? Okay. Ab in die Bibliothek mit Rincewind. Da unten ist die. Und da haben wir auch schon den Bibliothekar. Mit dem reden wir mal kurz. Hallo? Potzblitz? Bist du etwa der Bibliothekar?
Oh, ich verstehe. Damit wäre das Ablagesystem erklärt. Nun, ich weiß nicht, ob du die richtige Adresse für mich bist. Es ist schwer zu erklären. Ja. Das ist ja wundervoll. Ich wusste gar nicht, dass ich Affisch sprechen kann. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Hallo? Was dagegen, wenn ich ein bisschen in der Bibliothek herumstöbere? Soll tierisch groß sein. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Darf ich mir ein Buch ausleihen? Uk, uk. Wie bitte? Uk, uk, ik. Verstehe. Ich brauche etwas, um ein Buch zu nehmen. Uk, uk. Zahnpasta? Finger? Handschuhe? Etwas in der Hand? Uk. Zahnarzt? Mundgeruch? Mundwasser? Ja, genau. Du möchtest Mundwasser. Tja, damit kann ich leider nicht dienen. Oh, ein Leserausweis. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was passiert, wenn ich versuche, mir ohne Ausweis ein Buch zu nehmen? Ja, jetzt hör mal zu, du Affe. Leider habe ich keinen Leserausweis. Es ist mir einfach so rausgerutscht. Puh, zum Glück habe ich nicht Tier gesagt. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Okay, fragen wir mal weiter. Hey, wem gehört das Tier? Das war unklug. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Bitte entschuldige, werter Herr. Könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Verstehe. Ja. Ja, ich denke schon. In der Tat. Gibt es hier sonst noch jemanden, mit dem ich sprechen kann? Du weißt schon. Jemand, der kein Tier ist. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Nein. Ich kehre später zurück und hole mir ein Buch. Ja, ich habe aufgegibbon. Nein, nicht aufgegibbon. Ich meine, Mensch, hier könnte man zum Tier werden. Oh, verdammt! Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Das scheint mir eine gute Gelegenheit zu sein, dieses törichte Gespräch zu beenden. Okay, wir schauen uns hier mal um, was es hier so gibt. Buch. Das illustrierte Buch der Levitation. Ja, genau. Darin geht's um, Levitation. Das funktioniert nicht. Okay, was gibt's hier sonst so? Schäbiger Bursche. Okay, reden wir mal mit dem. Tja, ich schätze, wir sollten seine windabgewandte Seite meiden und außer Reichweite seiner Hände bleiben. Psst, hey, du da. Wer, ich? Hast du jemals dran gedacht, wie schön es wäre, Land auf der Halbinsel Frammenwanger zu besitzen? Ist sie nicht überschwemmt? Genau darin besteht einer ihrer Vorzüge, Freund. Stell's dir vor, ein gemütlicher Ferienort. Das Meer garantiert der dominierende Faktor des Panoramas. Himmel, ja. Ein so gutes Angebot muss ich unbedingt nutzen. Im Ernst? Nein, es war ein Scherz. Ich wollte nur möglichst freundlich sein, um das Gespräch aufzulockern. Aber das ist gemein, jawohl. Du wächst Hoffnung in mir, um sie gleich darauf wieder zu zerstören. Es ist ein sehr anstrengender Job, das Schwindeln und Betrügen. Nun, vielleicht brauchst du Urlaub. Ja, aber wo soll ich ihn verbringen? In den gewöhnlichen Ferienorten findet man heutzutage gar keine Ruhe mehr. Ich habe gehört, dass es auf der Halbinsel Frammenwanger sehr ruhig sein soll. Warum stimmen deine Lippenbewegungen nicht mit den Worten überein? Wegen des L-Raums. Die Bibliothek ist ein Knotenpunkt des L-Raums. Zwischen ihren Regalen erstrecken sich alle Epochen von Vergangenheit und Zukunft. Um ganz ehrlich zu sein, mir wird dadurch ein wenig schwindelig. Was hast du unter dem Mantel? Sanduhren. Möchtest du eine Sanduhr kaufen? Wo kommen die alle her? Fielen von einem Eselkarren herunter, teuerster. Was hast du unter dem Mantel? Okay, das hat mich schon gefragt.
Sanduhren. Wo kommen die alle her? Fielen von einem Eselkahn herunter, teuerster. Offenbar bist du außergewöhnlich dumm. Wenigstens trage ich kein Kleid. Na schön, mach dich nicht zu rar. Bis dann. Okay, da sind Seile. Erinnert mich ans Schlafzimmer meiner alten Tante. Das funktioniert nicht. Okay. Was können wir hier noch machen? Meine Güte, da drin leben kleine Broschüren. Ist sicher sehr nützlich, ausgestattet mit allen Dingen, die man als Tier so braucht. Hast du die Nummer des Eselkarrens notiert? Da ist noch ein Buch an der Kette. Bissig. Nun, ich schlage vor, wir übertreiben es nicht mit der Neugier, oder? Was mit dem anderen Buch an der Kette? Okay, da kommen wir gerade nicht hin. Nee, komm, das darf ich mir angucken. Das Buch in dem Glaskasten. Sexmagie. Das Buch der 32 unaussprechlichen Akte. Mit einem Anhang, in dem einige aussprechbare geschildert werden. Und weiteren 6, die alle Beteiligten am liebsten vergessen. Kein Wunder, dass es auf Eis liegt. Ah, okay, das Buch ist eingefroren, weil es so heiß ist. Wetten, das Buch hat 69 Kapitel? Das funktioniert nicht. Sexmagie. Das Buch der 32 unaussprechlichen Akte. Mit einem Anhang, in dem einige aussprechbare geschildert werden. Und weiteren 6, die alle Beteiligten am liebsten vergessen. Kein Wunder, dass es auf Eis liegt. Okay. Inventar. Das Problem... Okay, im Inventar haben wir nur den Beutel und sonst bisher noch gar nichts. Da ist ein Schrank. Da ist ein Besen. Ah, jetzt weiß ich wieder. Da ist ein Objekt. Mal sehen. Glatt, ungleichmäßig geformt. Riecht nach Paraffin. Was könnte das wohl sein? Wir gehen nochmal wieder raus. Wir können jetzt mit dem Besen unsere geliebte Truhe anstupsen. Truhe ist ein aus magischem Holz gefertigtes Möbelstück mit Beinen und eigenem wilden, fast schon verrückten Charakter. Sehr gefährlich, frisst gern Menschen. So, Truhe wecken. Hey Truhe, wach auf, mein Freund. Es wird Zeit, Zeta und Mordio und Unfug zu rufen. Und sowas. Ja, es ist eindeutig ein offener Kleiderschrank und ein prächtiges Exemplar obendrein. Warum habe ich kein Objektfenster, das mir alle Gegenstände zeigt? Eine Frucht mit eigener Verpackung. Ah, die Banane. Die können wir doch bestimmt dem Bibliothekar anbieten. Dann hilft er uns bestimmt weiter. Ich wollte gar nicht die Tür schließen. So, dann gehen wir mal runter in die Bibliothek. Zu welchem Team gehört ihr eigentlich? Es gibt ja das Team Bibo und das Team Bib. Also, ich kürze Bibliothek mit Bib ab. Und was benutzt ihr? So. Dann geben wir dem guten Mann mal die Banane. Hier, Banane für dich, Bro. Freu dich. Bitte entschuldige, werter Herr. Könntest du mir ein Buch besorgen, das Federwinkels Handbuch über Drachenhorte heißt? Großartig. Dann bringen wir das doch mal zu Erzkanzler Ridcully. Der wird sich schon auf uns freuen. Gilt hier als Oberhaupt und Anführer und so.
Nun, für mich gäb's nur einen Grund, ihm in die Schlacht zu folgen. Neugier. Buch an Erzkanzler. Ausgezeichnet! Braver Junge Bremswind! Rinswind, Herr! Aha! Jetzt haben wir die Formel für Recomplimentos nie versagenden Drachenhortfinder. Damit können wir das Biest finden und es wie ein Gnu fangen. Wie eine Ratte, meinst du? Ja, vielleicht. Das wäre sicher einfacher. Hast einen guten Sinn für die Realität. Das mag ich bei einem Zauberer. Geh jetzt und hol die benötigten Dinge. Ich werde deine Dienste vor dem Bewilligungsausschuss zur Sprache bringen, wenn es darum geht, über deine Studienbeihilfe fürs nächste Jahr zu entscheiden. Vielleicht kürzen wir sie nur um die Hälfte. Habe ich jemals meinen Wunsch erwähnt, ein Jack zu sein, Herr? Das lässt sich arrangieren, Rinswind. Wende dich an den Bibliothekar. Mach dich jetzt endlich auf den Weg. Wir brauchen einen Stab stürmischer Thermaturgie. Eine Spirale unfehlbarer Induktion. Ein kleines Wesen mit schwachen Nerven. Und einen Behälter aus dem stärksten eisenhaltigen Metall. Oh, das ist alles? Nun, darüber hinaus ist ein Atemhauch des fraglichen Wesens notwendig. Drachenodem. Ja, gibt's dabei irgendwelche Probleme? Nein, überhaupt keine. Nun steh nicht einfach so da. Brich sofort auf! Ja, wir brechen sofort auf. Auf in die nächste Episode. Also dann wieder einschalten und gucken. Und dann wisst ihr auch, wie es weitergeht. Würde mich freuen. Und denkt immer dran, ich liebe euch. Von ganzem Herzen. Ja, wirklich. Darum freue ich mich auch, wenn ihr eure Liebe, meine Liebe, deshalb freue ich mich auch immer, wenn die Liebe erwidert wird. Denn einseitige Liebe, die schmerzt mein Herz. Also, liken und abonnieren. Dankeschön. Tschüss.